So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sind immer noch in Krantabrück hier und haben Galen und Birna schon geholfen. Jetzt ist Leaf dran. Dieser Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Ja. Finde ich auch. Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Okay, wie bist du zu Wie bist Soma du zu gekommen? Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexa aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Wärst du damit einverstanden, dass Soma eure Anführerin wurde? Du warst dabei, als Gudrum Warst Soma zum Statthalter von Grantabrück ernannte. Wie fühlte sich das an? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Wie fühlt sich's an, der oberste Schiffsbauer zu Was sein? muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Seine Farbe wurde gestohlen. Ein Eine kleiner gute Hinweis. Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wigmunds Mann. Richtig, richtig. Wigmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Zack. So. Erstmal suchen wir mal. Zeig mir, was Da vor uns hinten liegt. ist er drin. Komm. Wir schleichen uns außen rum. Ne? Solange sie uns Eigentlich nicht greife ich sehen. lieber offen und gerade heraus an. Doch für dich probiere ich gerne etwas Neues. Wie nett. Und jetzt sei bitte etwas leiser. Gott! Was ist denn jetzt? Ich darf hier nicht erwischt werden. So. Na, guck mal. Ein kleiner. Wigmunds Priester ist in der Kirche. Ja. Er ist in der Kirche. Das ist natürlich die Frage. Sieh dir nur dieses Bauwerk an. Wie viele Bäume sie gefällt und wie schwere Steine sie bewegt haben müssen. Das ist ein Kunstwerk. Wechselst du gleich den Glauben, Leaf? Soll ich dir vielleicht ein kleines Kreuz mitnehmen? Nein, niemals. Darf sich ein Handwerker nicht über... So. Gucken wir mal. Er hat ja den Schlüssel. Das heißt... Zack, zack. Zack.
Ne? Kirchentürschlüssel. Nichts passiert. Okay. Zu mir, hier. Zack. Zack. Hilfe, Hilfe. Zack. Und bestätigen. Zack. Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Ja, klar. Aber hier noch ein bisschen was mit. Wie zum Beispiel eine neue Fähigkeit für Bogen. So. Neue Fähigkeit für den Bogen. Nehmen wir doch gerne mit. Zack. Das dauert nicht lang. Zack, 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 zack. Kuckuck. Moin. Bring den Hund zu Fall. Boom. Klopf, klopf. Ich bin Schäfer. Folgt mir. Zack. Ich sollte mein Gesicht anlegen. Zack, zack, zack. So. Jetzt holen wir uns nämlich noch schnell die anderen Schätze, die hier so nett rumliegen. Okay, da Gott verfluche dich. Kommen wir nicht so lang. Muss ich hier oben lang. Bam, 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 bam. Zack, zack. So. Mal kurz hier richtig hinsitzen. Nicht, dass ich hier. Ne? Bam. Erstmal schön die Glocke platt gemacht. Schlagen wir zu! Gott verdammt! Oh oh. Kackst du dir ein? Ich hab aus Versehen einen Zivilisten ermordet. Sorry. Zack, 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 bam. Zack, 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 zack. Gemeinsam schaffen. Das kostet dein Leben. Zack, zack, zack. Zack. Blute, du! Bam.
hier haben wir den Schlüssel, den wir brauchen. Klopf, klopf. Friss meine Klinge! So. Zack, zack, zack. Du lässt mich nicht los! Hab's. Du entkommst mir nicht so einfach. Gehen wir mal rein. Hier irgendwo noch was? Muss doch irgendwo noch. Ah, hier. Du Stimme. Der Herr gibt mir Stärke. Zack, zack, zack. Zack. Reicht. Zack, 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 zack. Daneben. Das überlebst du nicht. So, jetzt lass mich mal hier. Irgendwo muss. Gab's doch noch ein Haus, was abgeschlossen war. Hier. Wollte gerade sagen, irgendwo war doch noch. Ja? So. Habe ich hier noch irgendwie was? Sieht nicht so aus. Also heißt das, wir können eigentlich zurück. Achso, warte mal. War ja schon anvisiert. Ich muss nur raus hier. Zack. Ich muss ja im Grunde eigentlich. Zack. Das soll ja wohl vor sich gehen. Geht von hinten ran! Altes Schwein! Will er hier von hinten kommen? So ein altes Schwein. Will er von hinten kommen? Also wirklich. So. Gut gemacht. Gut. Wir haben Wigmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück. Jo. Und da werden wir auch direkt hin. Ne? Wir nach Grantabrück. Ich port mich einfach zu meinem Schiff. Und vom Schiff aus reite ich schnell rein. Ja. Damit haben wir die drei Aufgaben erledigt. Und ich weiß witzigerweise natürlich auch schon ein paar nette Sachen. Ne? Bevor wir aber wisst ihr was? Wir werden kurz was anderes machen. Weil wir wissen ja, dass eins der Schiffe muss ja gelb angemalt sein. Eins der Langboote. Ne, weil eins der Langboote muss. Bist du noch bei Trost? Da, geh mir nicht auf den Keks. So. Eins der Langschiffe wissen wir ja schon, dass es Dings ist. Dass es angemalt sein soll. Ich weiß auch welches Schiff. Also ihr müsst da eigentlich im Grunde
Wenn ihr das Spiel spielt und das jetzt nicht wisst, müsst ihr da natürlich nochmal alle Bereiche abhauen. Ne, wir hatten hier einmal das von Soma. Das, nee. Hier irgendwo lag das, ne? Genau, hier irgendwo lag das von Soma. Ich glaube, hier an der Ecke. Ne? So, und dann müssten wir ja hier einmal da. Einmal bei ihm hier. Ne, da irgendwo. Und einmal da. Das Dingsen. Und wir wollen tatsächlich, ich glaube, hier war das. Ich glaube, bei dem Ding war das. Wo wir hin müssen. Wir können das Segel hissen! Segel einholen! What the fuck war das? Also normalerweise gibt's hier, glaube ich, sogar noch einen Hinweis. Irgendwie. Dass hier auch ein Boot zu Wasser gelassen wurde. Irgendwo. Da, glaube ich, in dieser Lücke. So. Segel hoch! So. Jetzt fahren wir weiter. Ein militärisches Lager? Jetzt besser nicht. Wir fahren jetzt im Grunde eigentlich nur zu der Stelle, wo das Schiff liegt, was wir eigentlich suchen. Ja, ein Schiff liegt ja hier, wie ihr seht. Das ist aber nicht gelb. Ne? Das ist nicht gelb angemalt. Boah, man sieht natürlich auch wieder mal nichts hier. Und wir haben da nämlich noch eins liegen. Bist du noch bei Trost? Wir haben hier ein Lager, Leute. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nein, komm mir nicht zu nah. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hier sind natürlich ein paar Leute und auch ein Schatz natürlich. Dein Leben ist verwirkt. So. So. Wir haben einmal nämlich hier witzigerweise ein weiß gelb angemaltes Schiff. Ne? Wie gesagt, ich habe es ja schon gespielt. Dieses Langschiff wurde eilig mit gelber Farbe getüncht. Warum sollte es eine andere Farbe haben als alle anderen? Zur Markierung. Bin ich ganz ehrlich, zur Markierung, damit halt nicht angegriffen wird. Diese Schnitzereien sind Verse über Galen. Inschrift auf dem Langschiff. Die Seherin weiß, was sein Schicksal verheißt. Sein Blick ist ein Ziel, sehr forsch ist sein Geist. Ja. Und hier haben wir, ne? Banditen griffen dieses Langschiff an. Die Überlebenden sind in den Nebel gerannt. Sie wurden von einer Hälfte der Banditen verfolgt, während der Rest es plünderte. Die Banditen haben nämlich, witzigerweise, hier die Leute umgenietet. Und Galen, beziehungsweise, ne? Wir haben Galen ja da oben gefunden. Da. Ne? Das heißt, in der Hinsicht ist schon sehr verdächtig. Ne? Ich meine mal, gelbe Farbe wurde Leaf gestohlen. Dementsprechend ist Galens Schiff gelb angemalt. Wir haben das hier die gelbe Farbe am Ufer gefunden, wo wir ja hingekommen sind bezüglich der Dings, bezüglich dessen, wo wir halt natürlich dementsprechend in diesem Gewässer müssen wir rudern. So. Was glaubst du, was du da tust? Zeit für ein Lied!
ist das Segel! Alter, ernsthaft? Komm. Was stimmt mit dir nicht? Fahr. Mehr Segel! So. Ja, wie gesagt. Eine Geschichte! Wir wissen ja, ne? Leaf wurde Farbe geklaut. Gelbe Farbe. Die gelbe Farbe mit der Verräter hat dementsprechend die gelbe Farbe genutzt, geplündert und also geraubt und dementsprechend dafür genutzt, den Eingang der Höhle zum zu dem Tunnel, ne, nach Krantabrück rein zu markieren. Wir sind der dem Farbplexen gefolgt, haben gesehen, hey, da wurde ein Langschiff schnellstens angemalt, gelb. Wir müssen den Mast legen. Nein, müssen wir nicht. Bist du noch bei Trost? Bist du noch bei Trost? Ne? Also, es fügt sich alles nach und nach zusammen, ne? Galen hat dementsprechend sein Ding hier, die Farbe geklaut, wusste vom Tunnel, weil er ja mit dran gebaut hat. Dementsprechend wusste er natürlich auch von wo bis wo der führt, ne? Konnte somit die Sachsen auch reinlassen. Er hat, wie gesagt, die gelbe Farbe von Leaf geklaut, hat dementsprechend das Langschiff gelb anmalen lassen oder angemalt selber und ist damit losgesegelt. Wurde dann halt Banditen reingejagt, so, und dementsprechend musste er ja da fliehen, ist dementsprechend dort geblieben bis auf diesem Turm, bis wir ihm geholfen haben. So, Galen ist eindeutig der Verräter, weil Soma würde das Birna würde das nie machen, aus einem einfachen Grund: Birna liebt Soma einfach zu sehr. Ne? Und Birna war ja dementsprechend wusste man, hey, Birna ist eigentlich den ganzen Tag mit ihren Männern im Langhaus gewesen und hat gesoffen wie ein Loch und wurde von vielen gesehen. Leaf, das habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht gefunden, aber da weiß ich, es gibt eine Aussage, ich glaube von Leaf selber. Die können wir ja jetzt nebenbei nämlich auch befragen. Gibt es eine Aussage von wegen, er wäre bei seiner Werkstatt gewesen. So. Dementsprechend ist Leaf viel zu weit weg vom Langhaus gewesen, um dass wir dementsprechend, ne? Nur Galen hat nicht wirklich eine Ausrede in dem Sinne. Deswegen eindeutig eher. Aber wir werden das erst in der nächsten Folge zur Rede stellen, denn wir sind am Ende der Folge schon längst angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn wir dann Galen zur Rede stellen. Also, tschüss, ciao, euer Devos.